Ihr seid soweit fertig, ja? Ja. Okay, gut. Habt da eure Sachen? Deine Kiste ist schon auf der Bühne. Ich zeig's dir mal. Kann ich trotzdem rüber zu Timo? Nein. Deine Position ist hier. 13 und 17, also da ist alles drauf. Ja? Mit, ja. Dass sie sie angucken, was dazu passen würde. Da super. Ist auch blau. Ja. Ich weiß, kann man diese auch einfach rumschnüren? Wo kriegst du die her und wie bringst du das auf die Bühne? Wer sind die Menschen dahinter? Ja, also das sind alles Schüler der Goethe-Schule und eine Schülerin aus der Friedrich-Hölderlin-Schule dieses Jahr. Grundschüler aus den Klassen 1 bis 4. Und wir heißen die Theaterbande, sind von der städtischen Kinder- und Jugendarbeit und bieten praktisch eine wöchentliche Theaterstunde an für die Kinder. Die Kinder können sich frei anmelden, aber wir haben auch die Gelegenheit, Kinder absichtlich in die Theaterbande hier hineinzunehmen, von denen wir ausgehen, okay, bräuchten vielleicht nur einen kleinen Schub in Sachen Selbstbewusstsein oder auch Körperwahrnehmung oder auch Sozialverhalten. Und letztendlich gibt es dann so eine bunte Gruppe aus Kindern, die Theater machen wollen und Kinder, die so ein bisschen einfach nur in der Gruppe sich ausprobieren möchten. Aus allen Nationalitäten, also wir haben ganz unterschiedliche Nationalitäten dabei, ganz unterschiedliche Kinder mit und ohne Handicap. Es ist einfach eine schöne Sache, weil alle voneinander ein bisschen abgucken, alle voneinander lernen und sich auf der Bühne neu erleben, auch herausfinden, was sie alles können und wachsen. Ja? Und wenn jetzt jemand wirklich dabei bleibt von der ersten Klasse bis zur vierten Klasse, was möglich ist, dann sieht man bei diesen Kindern wirklich einen großen Fortschritt, dass man sonst im Alltagsgeschäft nicht so hat. Ne? Man hat da wirklich ein Ergebnis am Ende. Und wenn ich manchmal welche treffe, die vor 20 Jahren dabei waren, die ja mittlerweile auch schon erwachsen sind und ihre eigenen Kinder haben und dann mir erzählen, wie schön das damals war bei der Theaterbande und dass sie immer wieder zurückdenken und vielleicht selber schon auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen, mittlerweile als Erwachsene, da freut es mich. Ne? Dann ist das einfach eine schöne Sache. Die Theaterbande, du hast gesagt, die Stadt Asberg hängt hinten dran, die genau. Zwei Schulen. Ja. Wer unterstützt denn die Theaterbande noch und heute insbesondere? Ja, ganz wesentlich unterstützt werden wir von den Eltern der Kinder. Ohne die ging es nicht. Die mithelfen bei den Kostümen, die mithelfen bei den Kulissen, die bei der Technik mithelfen. Ja. Die wirklich gucken, dass hinter der Bühne alles funktioniert und alles läuft, dass die Kinder auf ihren Plätzen bleiben, dass sie ruhig sind, ja, dass sie was zu essen kriegen jetzt hinter der Bühne. Da haben wir viele begeisterte Eltern dabei, die teilweise auch schon seit langem dabei sind. Ja. Wir haben jemanden, der sich wahnsinnig um die technischen Raffinessen hier kümmert, ja, und ja, die ganzen Gimmicks hier immer wieder neue Ideen bringt und so weiter. Und ja, das ist eine schöne Sache, dass die so aktiv mit dabei sind. Und für uns ist es als Sozialarbeiter auch schön, weil es einfach ein Kontakt ist zu den Eltern und ganz viel beim Arbeiten und beim Tun einfach auch gesprochen wird und miteinander ausgetauscht wird. Und was eine ganz andere Ebene ist als jetzt am Bürotisch bei uns. Ja, was für dich das Besondere heute hier mit den Kindern? Auf was hast du deinen Schwerpunkt gelegt? Schwerpunkt, denke ich mal, liegt darin, dass die Kinder aus sich rausgehen, dass sie sich wohlfühlen in der Rolle, dass sie sich auch im Theater wohlfühlen. Deswegen gehen wir hier in ein echtes Theater. Das ganze Setting hier ist einfach ein ganz anderes als zu Hause in Asberg, dass sie sich auch in diesem Setting wohlfühlen und zurechtfinden. Und ja, man merkt es den Kindern schon an, sie verhalten sich anders, wenn sie hier sind, als wenn sie in der Schule im Musiksaal stehen. Ja, weil das Ganze hier doch eine Art was Besonderes ist, einfach was Besonderes. Ja. Und genau diese Gefühle wollen wir bei den Kindern rauskitzeln. Und wer? Wieder raus! Walde haust kein Räuber, denn man fing ihn ein. Er sitzt hinter Gittern, einsam und allein. Hinter Schloss und Riegel, Spitzenhaus. Der Rotzenplotz, der Rotzenplotz, der Rotzenplotz, wieder raus. Wer räumt nie mehr die Hose? Wer ärgert sich? Ja, leider hat uns dieses Jahr Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht bzw. den Zugang zur Bühne versperrt. Wir können nicht auftreten, wir können kein Theaterstück im klassischen Sinne machen, aber
Wir wären nicht die Theaterbande, wenn uns da nichts eingefallen wäre. Wir steigen um auf die Leinwand, auf die Filmleinwand. Wir produzieren in diesem Schuljahr einen richtigen Spielfilm und präsentieren den dann im Autokino in Kornwestheim. Und da freuen wir uns natürlich alle ganz arg darauf.